Derek, 5:1 Heimsieg gegen die Schwenninger Wild Wings, 4 Tore Unterschied wieder auf eigenem Eis. War es so deutlich aus deiner Sicht? Ja, es war jetzt nicht so deutlich, wie das Ergebnis am Ende war. Also wir haben im zweiten Drittel war es knapp, weil wir viele Strafzeiten genommen haben. Aber ich denke, am Ende, die letzten 20 Minuten, haben wir es dann locker runtergespielt und auch die Tore geschossen. Wir haben zwar viele Tore geschossen jetzt bei den 5 Spielen in Folge, die wir gewonnen haben, aber ich glaube, der ganz große Schlüssel ist auch die Abwehrleistung von allen Spielern. Wie ist es für dich als Verteidiger im System von Mike Stewart zu spielen? Ja, wir legen natürlich riesen Wert auf unsere Defensive. Also da sind alle 5 plus Torwarte involviert auf jeden Fall. Und aus einer guten Defensive spielen wir halt nach vorne. Und das klappt im Moment ganz gut. Aber wie gesagt, also wir sind am Anfang der Saison und es ist ein Prozess, Schritt für Schritt. Und wir wollen natürlich da weitermachen. Danke, Derek Dinger. Marcel Kurt, 5:1 Niederlage in Augsburg. So deutlich war das Spiel, aber weite Strecken nicht, oder? Nee, wenn man mit 2:1 ins letzte Drittel geht und dann in Überzahl so ein dummes Tor kassiert. Und ist einfach nur frustrierend gerade. Muss man dann aus eurer Sicht sagen, dass die Special Teams den Unterschied gemacht haben? Haben sie heute, ja. Wir hatten wieder Überzahl ohne Ende. Und wenn man da keine Tore schießt, dann ist es am Ende klar, dass man halt als Verlierer vom Eis geht. Danke, Marcel Kurt. Alexander Polacek, 2. Heimsieg in Folge, 5. Sieg am Stück. 5:1 gegen Schwenningen hat es heute am Ende geheißen. Sind die Augsburger Panther wirklich so gut, wie sie im Moment spielen? Ja, ich meine, wir haben einen Lauf. Wir haben einen schweren Start gehabt, aber davon haben wir uns nicht einschüchtern lassen. Wir wussten, dass wir eine gute Truppe sind. Wir haben weiter gearbeitet und jetzt werden wir dafür belohnt. Für dich persönlich in dem Pflichtspiel endlich Tore gemacht und dann noch auf eigenem Eis ein besonderes Gefühl. Ja, natürlich, es hat lange gedauert. In der Vorbereitung lief schon ganz gut. Dann bin ich ein bisschen schwer in die Saison reinkommen, aber wenn es so weiterläuft, dann ist alles in Ordnung. Danke, Alexander Polacek.